zum Brunnen. Ah. Da stand auch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Lol. Hallo. Da hinten ist einer. Der läuft Patrouille. Okay, der läuft gerade nach vorne. Bitte lauf wieder nach Hause. In der dunklen Ecke. Mhm. Bleibt der da stehen? Da blinkt ein Schatz. Der bleibt da stehen. Wo guckt denn der hin? Ich hoffe nicht zu mir. Ihr kennt es echt so schlecht. Was ist das? Verdammt! Bitte mal an alle! Ja. Ich sag ja, in Stealth bin ich total gut. Nicht. Zum Brunnen. Ah. Hallo. Ich hab es mal. Mist. Das war der, der unten am Brunnen steht. Hm? Geh zum Brunnen. Mist. Hä? Ich check das nicht. Zum Brunnen. Ausgenockt. Okay, der guckt jetzt noch in meine Richtung. Jetzt hat er sich umgedreht. Ja, Banji. Verdammt! Ich konnte nicht hochspringen. Ich will da hochklettern. Warum konnte ich nicht da hochklettern? Hä? Gute Nacht. Genau, gute Nacht. So, der steht jetzt mit dem Rücken zu mir. Ah, kaçmaya çalışma. Veli'ye ne olduğunu duydun mu? Evet, yani bu transfer olmamış mı? Okay, das war jetzt der mit der Taschenlampe. Geh zum Brunnen. So geht's nicht. Er dreht sich um. Und da hinten ist ja der andere mit der Taschenlampe. Guck, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann trigger ich den. Und dann läuft der nach vorne. Okay.
sind jetzt zwei. Schön, dass du auch mal wieder was machst. Ich habe doch vorhin das Blinken gesehen. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Fenster rauf. Welches Fenster? Das sind verdammt viele Fenster. Ja, das hier, das ist gut. Ich glaube, jetzt habe ich den Part geschafft. Mensch. Genau, ich würde sagen, wir nehmen das Fenster, was offen ist. Fallen lassen? Mist. Was jetzt? Wenden das wir das so Blatt viele wieder zu unseren Gunsten. Oh, na klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh, gute Idee. Gut. Okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht ran. Kriegst du das hin? Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Okay, ganz ruhig. Gut, schalten wir die Typen aus. Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depoya gidiyorlar. Bana çer çöp gibi geldi daha çok. Jetzt? Ich komme hier nicht hoch. Also muss es hier eine Möglichkeit geben, hochzuklettern? Maybe? Das sieht zwar nach Gitter aus, aber ist nix. Çık ortaya. Wir müssen zu dem Weg rauf. Das könnte gehen. Wo ist er denn? Gib mir mal bitte. Hat. Das ist ziemlich schwer. Ja, das wird gehen. Jetzt brauchen wir bloß ein Pferd. Okay. Über die Balken kommen wir aufs Dach. Wenn wir da hochkommen. Wenn wir da hochkommen? Ach, du hast natürlich. Natürlich hast du die Ausrüstung dabei. Na, selbstverständlich. Hey, Ella di Corre. Ella di Corre. Yere ya. Danke. Darf weiter? Gut.
Ich kletter einfach. Jetzt so. Komm. Okay, okay, ich komme. Nächstes Mal nehme ich lieber den Aufzug. So. Noch rüber? Und jetzt hier rüber? Hier ist niemand. Da ist immer noch niemand? Und jetzt? Ach, hier durch. Danke. Okay, da ist der Turm. Ist nicht mehr weit. Danke für die Info, Schlaumeier. Okay, und wie komme ich... Nicht nach unten sehen. Nicht nach unten sehen. Oha. Danke. Jetzt hier links. Mehmet'e ne oldu? O mu? O artık gündüz vardiyasında çalışıyor. Memnun muymuş? Mutluymuş, öyle değil. Ya, yıkam ya. Ama ben kişisel olarak turistlerle muhatap olmadım. Hab dich, hab dich. Sieh mich auch. Du hast zugenommen, Mann. Ja. Mann, das war knapp. Okay, keine Donuts mehr für dich. Ah, die sollte ich vielleicht auch weglassen. Nein, Moment, mach ich. Ich esse keine Donuts, aber die Schoki-Riegel sind so lecker. Okay, das schaffe ich. Ja. Okay. Nochmal, du bist oben. Einfach schwingen. Einfach schwingen. Bin hinter dir. Wie immer. Und das ist gelb. So. Gelb markiert. Okay. Da kann ich tatsächlich auch dran klettern. Nach oben. Ist einer über dir, über dir. Licht aus. Einer unter dir, einer unter dir. Der hat gerade gesagt, der ist über mir. Ich schmeiß den runter. Der stirbt, also er fliegt ja sterbend nach unten quasi. Und da sagt er zu mir, direkt unter dir. Genau mein Humor. Es ist... Da muss ich nicht hin. Der rennt gerade in eine andere Richtung. Oh Gott, ich. Wohin? Hast du einen Plan? Hier hoch? Ja, großartig. Ich sehe dein Haus. Weiter jetzt. Da ist eine Leiter. Ist, ja. Unter dir ist eine Wache. Alter! Der hat ganz schön ausgehalten, du. Fast geschafft. Ja, aber warum ist das Licht an? Chloe kümmert sich drum. Keine Sorge. Denke ich doch, dass ich hier rüberspringen muss. Okay, hier um die Ecke geht es nicht weiter. Dann muss ich wohl dahin springen. Schnell, erledige ihn.
Warum bist du hier? Du hast da was im Gesicht. Ah, Mist. Wir können nicht näher ran, wenn es so hell ist. Was macht sie denn? Komm schon, Chloe. Ach, braves Mädchen. Sehr schön. Zum Klettern zu doof. Okay. Alles klar. Ladies first. Nett. Ich konnte mich gerade nicht wegbewegen. Auf geht's. Und da ist die Alarmanlage. Und die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Voila. Okay. Haben wir auch das Richtige? Das finden wir am besten gleich raus. Sorry, Marco. Des Jahres. Das ist es? Das ist vollkommen wertlos. Das Licht des großen Khan. Warte mal. Was machst du da? Das ist Harz, es brennt. Und? Gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Lass sehen. Unsere Schiffe trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das könnte sein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Bala. Der Fluch von Chintamani. Und das sagt dir was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo von Shambhala. Shangri-La. Du machst Witze. Wenn sie den Chintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Was soll das? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Und, willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Mist! Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Flynn, hör mal. Jetzt sieh's endlich ein. Das war's für dich. Ah, noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja? Ja, Bruder!